Weiter geht es bei Valheim in unserem Lieblingssumpf. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Heute geht es in die Krypta. Ich bin, glaube ich, ganz gut ausgerüstet und werde mein Bestes versuchen. Keine Ahnung, mal gucken. Portal steht, Bett steht. Es kann nichts schief gehen. Lass mal ganz kurz gucken. Das Bett ist auch hier gesetzt. Also ne, mein Respawn-Punkt ist hier gesetzt. Von daher werden wir das schon schaffen. Ich habe kurz überlegt, ob ich mir hier einen Weg baue, dass ich nicht immer durchs Wasser watschen muss, weil der Weg zur Krypta war schon ein bisschen fies. Aber wir haben das letzte Mal ganz gut aufgeräumt. Ich hoffe einfach, dass alles weg ist. Also da vorne ist das gute Ding. Und für die braucht man den Schlüssel im Gepäck. Den gab es ja beim Uralten. Das nochmal zur Erinnerung. Ist ja mittlerweile auch ein, zwei Folgen her. Aber hier müssen wir jetzt wieder ein bisschen aufpassen. War doch gerade so ein Würmscher, oder? Da. So, ausgeruht bin ich auch noch. Wohlgemerkt noch. Das wird sich relativ schnell erledigt haben. So, da springen wir rüber. So, und von diesen Krypten gibt es verschiedene Größen. Also es gibt so einige, die sind ganz gut, sagen wir mal, besucht. Andere sind eher mäßig. Da müssen wir mal gucken. Ich überlege gerade, den Zapfen, den lassen wir mal hier. Die Knochen, die lasse ich auch mal hier. Halt, Herr Fenne, lass mal kurz einen Gifttrank nehmen. Nur mal ganz spontan habe ich da so eine Eingebung. Oh, jetzt macht er einmal kurz Schluck auf und dann... Ach komm schon. So. Den Clipper sammeln wir auch noch ein. Gut, dann geht's da rein. Ah. Versunkene Krypten. Okay, Begrüßungskomitee haben wir schon mal keins. Ein Schleimling haben wir. Das geht noch. Oh, komm. So. Und dann haben wir tatsächlich gleich drei von den Schleimhaufen hier. Und das sind die, wo man Eisen rausholen kann. Manchmal geht es hinter diesen Schleimhaufen weiter. Manchmal ist da eine Sackgasse. Ich gehe jetzt erstmal nach hier links. Und da kommt... Mal schauen, ob wir es gleich finden. Eisenschrott, da haben wir es, genau. Kommt auch allerlei anderes Zeugs noch raus. So, verwitterte Knochen. Es sieht so aus, als wäre das jetzt hier tatsächlich so ein Eck, wo... Moment, da, irgendwo war noch da. Nix weiter, haben wir jetzt nur einen Eisenschrott bekommen. Okay, hier ist eine Sackgasse also. Und dann schauen wir hier weiter. Das ist so lecker, ey, diese Vorstellung, weißt du, da kommen uralte Knochen raus, das sieht aus wie ein Gehirn, klingt wie ein Gehirn, wenn man reinhaut, ehrlich gesagt. Gut, ich habe noch nie ein Gehirn reingehauen, aber so ähnlich. So. Auch hier ist eine Sackgasse. Oder? Ja, sieht so aus. Moment. Da kommt noch was. Da, glaube ich, ist noch ein Rest. Jawohl. Da ist noch ein Rest. Ah, da kommt man nicht immer hin. Moment. So. Ansonsten scheinen wir... Na, da irgendwo noch. So, haben wir auch noch. Immer noch nur drei Eisen. Das ist nicht so erfüllend. Aber hier hinter klang es jetzt ehrlich gesagt, als würde da noch irgendwas rumhüpfen. Also ich habe noch leichte Hoffnung, dass es hier noch weitergeht. Manchmal sind sie auch so klein, dann ist halt nichts. Ne? Da müssen wir die nächste suchen. Da haben wir drei Eisen rausgeholt, was... Ja, vier jetzt... Ah, da geht's weiter. Guck, da ist... toll. Freuen wir uns. Ne, freue ich mich wirklich. Es kann nur sein, dass dahinter einige Droger oder sowas warten. Das ist durchaus mies bevölkert, diese Krypten. So... Macht unsere Nahrung. Die ist noch gut. Lass mal ganz kurz Ausdauer regenerieren. Ehe wir hier ein Loch reinhauen.
Die Bronzehacke ist auch gleich weg. Da könnte ich mir fast eine zweite bauen. Da wäre die Bronze, die ich habe, gut investiert. Hallo. Jemand? Oh, da ist der nächste Propfen. Das ist super. Und ich glaube auch eine Kiste, wenn ich das richtig sehe. Und keine Bewohner. Sechs Stück Hammer. Und glaube da... War da nicht gerade noch was angezeigt? Da. Gut. Warte, ich mache mal kurz ein bisschen Licht. Nicht, doch. Da haben wir eine Kiste. Da haben wir nichts. Liegt hier was drauf? Manchmal... Guck, Bernstein. Rubin haben wir gehabt. Sehr gut. Hier ist ganz schön tief. Gelber Pilz, die lasse ich mal momentan hier noch liegen. Oh, geil. Oh, geil. Das waren auch Eisenpfeile. Die machen ordentlich Wumms. Die Ketten brauchen wir. Die sind später auch sehr wichtig für Rüstungen. Das ist sehr, sehr geil. Ich lege hier mal alles jetzt rein. Warte mal, was... Weißt du, weil hier finden wir wieder, hier finden wir wieder her. Warte mal, die Ketten sind recht schwer. Dann machen wir das so. Das ist super. Dann haben wir jetzt schon 19 Eisen dadurch, dass hier was drin war. Das ist natürlich richtig nice. Ach, man darf ja auch mal ein bisschen Glück haben. Warte mal ganz kurz. Nee, Moment. Fackel. Lag da auch noch was? Nee. So. Sekunde. Ihr wisst, was jetzt kommt. Huch, falsche Taste drücken kommt. So. Wieder für die Postkarte. Muss ja sein. Warte. Schade, ich würde gern weiter von... würde ich gern die Kamera freidrehen können. Naja, mal gucken. Irgendwie, es wird schwer, hier ein Screen zu nehmen für die Folgen, glaube ich. Mit dem Hackelschrosch. Es wird schwer. Es wird schwer, aber irgendein Motiv wird mir schon einfallen. Okay, wir hacken. Wir hacken fröhlich weiter. Dann nehmen wir auch einfach das. Warte. Ich probiere es nochmal. So. Und so. Okay, und jetzt ist genug der Fotostunde. Weiter geht's. Oh Gott, hier ist zu. Shit! Gut, dann hätte ich das jetzt auch nicht alles da reinstopfen. Das klang so... Das klang so, als wäre da noch... Als wäre dahinter noch irgendwas gehüpft. Ich glaube, da oben klebt noch was. Da komme ich jetzt aber wirklich nicht ran. Ach, schade. Okay, na gut, dann sind wir doch schon fertig. Also gib ihm alles wieder her. So. Dann sind wir doch schon fertig. Ich nehme jetzt nochmal die Fackel, dass ich nichts übersehe. Aber ich denke mal, hier ist sonst nichts. Haben wir noch Platz für die Pilze? Haben wir. Dann nehme ich sie auch mit. Ich weiß nicht, ob man so später braucht. Ich glaube, es gibt später noch so Pilzsuppen oder so. An der Pilzsuppe haben wir, glaube ich, schon, oder? Ich weiß es gar nicht. Kann schon sein, dass wir dann die gelben Pilze alle brauchen, von daher. Insgesamt ist bei dem Spiel oder allgemein bei Sandbox-Crafting-Games haben ist besser als brauchen. Man muss eh alles sammeln. Ach, guck mal, da war ja noch einer. Vielleicht geht es da ja auch noch weiter. Den habe ich ganz vergessen. Da war ja noch einer. Da geht's auch weiter. Ei, perfekt. Aber, Moment. Am Papp. Genau das habe ich mir gedacht.
Ja, die Pilze wiegen nicht wirklich viel. Das hier passt. Das ist ja gut. Dann gehen wir erstmal raus, laden das ab. Gut, das war schon mal erfolgreich. Also ehrlich gesagt, dass man aus dem ersten Dungeon mit jetzt erstmal schon 22 und wir sind noch nicht fertig, mit 22 Eisen rausgehen, hätte ich nicht erwartet. Das ist sehr, sehr geil. Das ist sehr, sehr geil. Da werden wir nachher unser Schiffchen damit voll machen. Das steht im Übrigen jetzt bei der Basis aktuell. Das bin jetzt einfach hergeportet im Off. Ich bin ja bei der, am Ende der letzten Folge bin ich nochmal zur Basis hin, hab das Portal nur umbenannt, hab dann aber das Schiff stehen lassen. War ich jetzt ehrlich gesagt zu faul, nochmal zurückzuschippern. Insofern werden wir das dann holen müssen. Aber das passt ja. Jo, das können wir alles neu schmeißen. Oder warte mal, lass uns das mal hier so als Notkiste machen. So, und die ganze, alle, ja, alle Schätze hier, bis auf das Eisen, kommen mal hier rein in den Krams. So. Dann schlafen wir auch, würde ich sagen. Oh, es läuft. Auf Holz klopfen. Das soll bitte so weitergehen. Die letzten drei Folgen waren wirklich ganz, ganz hart für meine Nerven. Ach ja, herrlich. Aber das ist an sich das Gute in dem Spiel. Dass man tatsächlich auch ab und an aber wirklich in die Tischkante beißen will und einem das da durchaus einige Beine stellt. Aber wie gesagt, was wir wirklich noch irgendwie machen müssen, ist dieses Handling mit dem Wasser. Da backt man so blöd rum, finde ich. Und das würde dann doch so einige Frustmomente wahrscheinlich beseitigen. Schade, jetzt hätte ich echt gerne das Eisen mitgebracht. Wieder ist die Versuchung groß, die Mod zu installieren, dass man Metalle teleportieren darf. Aber noch widerstehe ich, ja. Noch widerstehe ich. Aber es ist letzten Endes ist es ja so. Also ich kann nicht mehr garantieren, wie lange ich da widerstehe, weil letzten Endes ist es so, ich mache das jetzt alles da rein in die Kiste und im Off fahre ich dann von A nach B. Ja, das mache ich ja nicht mit euch zusammen. Dann hol ich das Schiff wieder, dann hole ich das ab. Dann fahre ich das zurück, dann schmelze ich es ein und dann sind wieder anderthalb Stunden um, in denen ich keine einzige Minute Aufnahme gemacht habe. Insofern tendiere ich echt dazu, das Teleporten anzumachen. Wir werden es trotzdem so machen, dass wir hier und da so kleine Basen bauen. Aber ich tendiere dazu, weil es mir echt viel Aufwand spart, viel Zeit spart. Und das ist im Grunde genommen für euch ja eh, als hätte ich es hin teleportiert. Ja, ich mache die Kamera aus, ich mache die Kamera an und das Eisen ist da, wo es hin soll. Also, ne, letzten Endes ist es für euch Zuschauer teleportiert. Ihr wisst halt, ich bin im Hintergrund gefahren mit dem Schiff, aber an sich macht es keinen Sinn, das so zu machen, finde ich jetzt. Von daher, ich tendiere wirklich dazu, mir hier die Mod drauf zu klatschen und so ein paar Erleichterungen zu machen, weil es das zum Let's Playen einfach wirklich viel angenehmer macht als aktuell. Aber ja, will kein Mimimi machen. Wir schauen mal an, wie lange ich das noch durchhalte. Aber die Versuchung wird immer größer. Und es macht einfach Sinn. Und wenn wir es ja trotzdem so spielen, wie es gedacht ist, nämlich dass wir uns in den verschiedenen Ecken der Welt neue kleine Basen errichten, das will ich ja sowieso, weil, wie man das ja in der letzten Folge war, das glaube ich, ne, gesagt haben, alle 5 Meter ist gefühlt ein Spot, wo du sagst, oh, hier musst du aber bauen. Hier ist aber schön. Und von daher werden wir das auch beibehalten. Also ich möchte mit euch weiterhin die Basen bauen. Irgendwo war hier gerade noch Schleim. Ich will wirklich jeden einzelnen Fleck haben, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe da irgendwo. Ehrlich gesagt keinen Bock habe auf Sumpf. Fertig. Ich gab nochmal 2 Eisen. Wegen der bin ich jetzt zurück. Dann versuchen wir doch, ob wir den nächsten Dungeon finden. Da liegen Knochen, die lasse ich liegen. Lasse ich nicht liegen. Nein, lasse ich nicht liegen. Kann ich nicht liegen lassen. So. Also, das Ding hier. Rupp, einmal durchixen. Dann würde ich sagen, machen wir da vorne mal clean. Da ist die nächste. Warte, ich markiere es mir immer direkt, weil man dreht sich 5-mal im Kreis bei irgendwelchen Kämpfen. Und dann ist es weg. So, jetzt will ich
Oh Gott, der hat lila Augen. Ist das ein Zweier? Ne, es ist nur ein Elite. So, in den Wanst ist er geplatzt. Also da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das Ding hier wegmachen. Das will ich einfach, weil es so nah an der Basis ist. Will ich hier safe sein. Einer ist noch. War klar. Ach nee, da. Guck. Aua. Moment, erstmal den Spawner weg. Oh, erstmal die Spawner weg. So. Theoretisch könnte man die schon ganz gut nutzen, dass man damit... ist alles voll mit Kryptas. Da drüben ist auch noch eine. Warte mal, machen wir jetzt erstmal hier. Vor meine Nase. Krypta. Und dann nur mal so grob angepeilt. Irgendwo hier so, würde ich sagen, ist die nächste. Ich will mir das einfach nur immer grob markieren. Ist so gut, dass wir die da drüben gemacht haben, weil jetzt nehmen wir nämlich die hier. Ist alles voll damit. Ich glaube, das ist eine. Eventuell ist es auch irgendein anderer Clipperbaum oder so. Okay. Wir sind sehr nah bei unserer Basis. Das heißt... Warte mal, oben ein bisschen ranzoomen. Das heißt, wir machen uns kurz zurückladen ab. Das ist nämlich schon wieder viel Schrott. So was Inventarplätze betrifft. Da sind Skelettis. Die lassen wir mal. Die nerven nur. Die bringen uns gerade nichts. Ich glaube, sie haben mich schon, oder? Hm, werden wir gleich sehen. So, schmeiß rin. Also, ach Gott, ehrlich, weg. Zack. Zack. Boah, das ist ein Schrott. Es ist ein Schrott. Notfalls brauchen wir halt noch ein paar Kisten, was soll's. 24 Eisen. Spitzhacke ist leicht angeknackst. Soll ich kurz zurück? Sonst müssen wir zwischendrin wieder. Weißt du, wenn wir jetzt gerade schon hier sind, einmal kurz zurück. Und die Ausdauer ist auch im Arsch. Komm, dann machen wir einmal machen wir hier. Festung. Wir haben nur noch eine Minute ausgeruht, Buff. So, einmal das Portal deaktivieren und wieder aktivieren. Dann sollte es passen. Home, sweet home. Eventuell ist auch noch weiterer Superheiltrank fertig. Da oben rechts seht ihr, ich habe mir den jetzt tatsächlich, da ist er, tatsächlich fertig. Das ist gut. Ich habe mir den jetzt gegönnt. Für die Dungeons habe ich mir gesagt, komm, was soll der Geiz? Dann kann ich jetzt den kleinen noch reinlegen. Den hatte ich zusätzlich noch mitgenommen. Aber im Grunde genommen brauche ich den jetzt nicht mehr. Die reparieren. Wir reparieren. Dann kann ich den... Warte mal, habe ich noch einen? Ich habe noch einen. Den schmeißen wir noch rein. Ups. Dann hocken wir uns mal kurz hin. Ah, ja. Futter haben wir noch genug. 70 Kilo schleppen wir so schon mit uns rum. Na komm. Ich fühle mich so ausgeruht. Jawohl. Bin so ausgeruht. Oh, was bin ich so ausgeruht. So. Die Ruhe selbst. Was war das? Keine Ahnung. TMP. Kannst du deaktivieren. Wieder aktivieren. Dann hauen wir unsere Würstchen hier rein gleich. Yummy. Es gibt wirklich viele Dinge, auf die man achten muss in dem Spiel. Also, ne, wie gesagt, mir sind ja schon ein, zwei Missgeschicke passiert, wegen Portal vergessen und so weiter. Dann hast du halt das Futter, was du immer im Blick haben musst. Dann laufen die Anti-Gift-Tränke halt auch nur eine gewisse Zeit. Und wenn du bereits vergiftet bist, bringen sie dir auch nichts mehr. Also musst du rechtzeitig reinbringen. Es ist alles, es gibt tausend Sachen, auf die man achten muss. Und dadurch passieren halt auch tausend Fehler. Dadurch passieren vielleicht auch 2000 Fehler. Was bist du denn da? Mir noch nie so aufgefallen, dass die
dass sie so grünlich sind. Hallo. Eps. Was bist du? Du bist lila, wollte ich gerade sagen. Da bist du doch ein 2-Sterne-Egel. So. Ausgeegelt. Die. Alter. Au. Ha. Au. Jetzt gut. Würste her, weiter geht er. Ne, ne, nicht schwimmen, nicht schwimmen. Wasser ist doof, Wasser ist doof. Da hat es ja schon geschnappt. Oh, ich glaube, da vorne ist so ein Blobberschleim, der dann wieder in die kleinen Schleime zerfällt. Dann sollte ich vielleicht mal versuchen, aus der Entfernung zu machen. Und ich sollte einfach schon mal einen Gifttrank nehmen. Wer bist du denn des Wahnsinns? Aggression gegen Baumstämme. Mal ankommt, ist man schon wieder voll oder hat irgendwie sämtliche Sachen an Waffen dabei runtergewetzt. So, bin mal gespannt, ob sie wieder so nett ist oder ob es diesmal arschiger wird. Ich vermute. Okay, wir gehen mal wieder erst links. Huch, guck mal, der Schrott, das hatte ich auch noch nicht, dass die hier mittendrin liegen. Das ist ja interessant. Okay, ja, genau deshalb. Ich wollte jetzt erst noch den anderen offenen Gang auch angucken, ehe uns da irgendwas in den Rücken fällt. Oder da noch weitere Spawns sind. Huch, so viel zu offenem Gang. Hier, hier war noch der offene Gang. Oh, wow. Oh, das ist ja göttlich. Das ist ja göttlich. Alter, das ist ein Jackpot, das Ding hier. Das ist ein Jackpot. So viele Pfropfen hatte ich noch nie. Aber warte mal, kann ich hier vorbei? Nee, nicht richtig. Ich da rumbugge, Moment. Oh, das hier mal weg. Aber dann gehen wir kurz da rein. Ich will, wie gesagt, einfach nur vermeiden, dass mir irgendwo irgendwas in den Rücken fällt. Alles gut. Da geht's noch immer weiter mit Pfröpfchen. Ach, fantastisch. Oh, so muss das. Und wir haben auch eine Kiste hier frei Haus. Das heißt, wir können da gleich alles reinschmeißen. Reste. Mal kurz mal Fackelette an. Es gibt später ja noch den Händler zu finden, den wir bisher noch nie entdeckt haben. Und der hat eine Kopflampe, dass man tatsächlich immer mit so einer Stirnlampe rumläuft. Oh, ich vermisse sie jetzt schon. Die werden wir uns mit als allererstes da holen. Okay, gut, die Trophäe, ganz ehrlich. Da war diesmal kein Eisen drin, sondern Gold und Giftpfeile. Warte mal, die nehme ich mal, wenn wir sie noch nicht hatten. So, dann haben wir das auch schon mal. Aber ich glaube, hier drin werden sie mir relativ wenig bringen. So, der Pfropfen führt auch zu einem weiteren Weg. Wir gehen jetzt erstmal, weißt du, wir sind links abgebogen, glaube ich, ne? Mal kurz. Genau, dann gehen wir jetzt weiter immer erstmal links. So es eben geht. Und wenn wir das dann alles haben, gehen wir wieder zurück. Und dann machen wir alles rechts oder so, oder keine Ahnung. Mal gucken. Also, das Ding hier scheint ziemlich verzweigt zu sein und ihr kennt meine Orientierung. Aber hier scheint kein Durchgang, das ist okay. Gut, was haben wir? Nochmal 2? Naja.
Da geht es auf jeden Fall weiter. Da geht es auch weiter. Da geht es auch weiter. Da geht es nicht weiter. Das Ding wird groß. Die werden wir 25 Folgen drin verbringen. Das macht euch doch bestimmt Spaß, hier den schwarzen Monitor anzuschauen, während ich ganz wunderbar auf irgendwelche motrigen Gehirne haue. Das ist doch genau das. Auch das kann ich ja dann, wenn wir es jetzt ein paar Mal gesehen haben, im Off machen. Oh, jetzt wird es noch schwarzer. Schwärzer, schwarziger. Na komm. So, wegen einem Knochen. Irgendwo da. Guck, da, es gab noch ein Eisen. So, hier ist, glaube ich, auch nichts hinter, oder? Das können wir auch wegkloppen. Dann würde ich jetzt sogar erstmal sagen, dass wir versuchen, das Eisen, was wir haben, nochmal zurückzubringen, oder? Ich weiß nicht, wir haben... Jetzt haben wir nochmal 5. Naja, ich glaube, den hier mache ich noch. Und wenn wir das dann haben, würde ich sagen, dann gehen wir zurück und schauen, was man halt damit schon bauen kann. Vielleicht kann ich mir schon nochmal eine bessere Rüstung bauen. Ich glaube, das wäre jetzt das Allerwichtigste. Meine Waffe ist noch okay, die macht einen vernünftigen Schaden. Will ich natürlich auch upgraden, aber ich sehe es erstmal ja, dass ich hier irgendwie eine anständige Rüstung mir gönne. Die Bronzerüstung haben wir dann quasi übersprungen. Und es geht dann hoffentlich mit der Eisenrüstung oder was auch immer da kommen möge weiter. Das nehme ich nochmal schon mal ein bisschen mit. Warte mal, nur mal zu Verständnis. Wir sind ja einfach nur nach rechts abgebogen. Da komm, dann mache ich es auf. Gifttrank läuft noch. Gewicht läuft auch noch. Ausdauer. Ich glaube, das ist wieder ein Raum mit Kiste. Ein Raum mit Arsch. Hallo. Aua. Habe ich jetzt die Fackel ausgehauen? War da eine Fackel? Irgendwie war es doch gerade heller. Aua, ich... Da hinten kommt man nicht so gut hin. Der hat auch sehr wenig Schaden genommen. Ich glaube, weil ich immer nebenbei so ein bisschen die Wand noch gehauen habe. Ne? Ich hätte stechen sollen. Jawohl. Oh, das wollte ich. Jawohl. Jawohl. Okay. Das heißt, wir können jetzt im Grunde genommen mit vollgepackt mit tollen Sachen hier gleich rausgehen. Oh yes, nochmal 16. Na komm, da. Ich sehe es doch. Sau gut. Da liegt ein Rubin. Wir machen mal die Fackelette an. Hier geht es halt nicht weiter. Da ist auch nichts. Okay, gut. Macht nichts. Hier liegt nichts weiter rum. Hier oben auch nicht. Also gönnen wir uns. Zack, zack, zack. Kriegen wir den? Natürlich nicht. Wenn ich den ganzen anderen Klimpatsch reinlege, bin ich auch noch überladen. Wow. Das wiegt alles nichts. Doch, das. Das wiegt auch nichts. Die wiegen auch. Okay. Gut, wir kommen nochmal wieder her. Wir haben ja auch noch in die andere Kiste und wir haben noch einiges aufzuklöppeln. Ja, wie nice das bitte ist. Sehr, sehr, sehr gut. So, lass mal ganz kurz schauen. Die habe ich überhaupt nicht markiert. Ich mache mir das nur mal so aktuelle Krypta, weil, okay, warte mal, die anderen muss ich mir dann jetzt aber auch noch mal genauer markieren.
Oder bin ich dann an denen vorbeigewatschelt? Nee, das ist die eine da. Lass mal kurz gucken. Vielleicht war das die. Ja, hau ab. Nein. Das war jetzt unnötig. Pass auf, das ist die aktuelle Krypta. Das ist... Ich glaube, das sind die, die ich mir so aus dem Hüftgelenk markiert habe, oder? Das da vorne ist die, die, genau, also die kann ich eigentlich wegmachen. Und dann markieren wir die da drüben nochmal richtig. Genau, das ist die da, die kann ich auch wegklicken. So, oh, die nehme ich auch hier hin. Krypta. So, sauber. Rübensamen. Okay. Das sind die rote Rüben, glaube ich. Das sind also diese rote Beete, oder? Die man anpflanzen kann auch. Die hatten wir bisher noch gar nicht. Sehr gut. Jetzt weiß ich nicht, wonach ich da gucken muss. Die hatte ich bisher auch noch nie gesammelt. Okay, es regnet. Kiste 24. Und da drin waren ja auch nochmal welche. Also wir sind so jetzt bei über 50 schon. Pass mal auf, dann nehmen wir den ganzen Klimbatsch jetzt nämlich schon mal mit. Au, ah, ah, komm, es war doch gerade aus. Ach komm, nee, oder? War doch gerade aus. Das hat doch gerade nicht gebrannt. Ich bin doch nicht doof. Mann. Also. Dann werde ich das jetzt alles einmal frisch machen. Also das ganze Zeug irgendwie ein bisschen wegsortieren. Werd hier, glaube ich, schon mal... machen wir hier? Ja, hier bringe ich es, denke ich, hin zurück, oder? Ja, es ist näher, als wenn ich jetzt ganz zurückschippe. Obwohl, so viel mehr macht es auch nicht. Egal. Hier würde ich dann mal ein bisschen Kohle vorbereiten, dass wir da dann auch das entsprechend ordentlich einschmelzen können, das Zeug. Dann nehme ich auch schon mal noch den ganzen Kram raus, der noch irgendwie geht. So, und dann mache ich mich zurück in die Hauptbasis, werde das einsortieren und hier schmelzen wir dann fleißig das Eisen ein. Und dafür werde ich auch mal ein bisschen vorbereiten, ich werde wahrscheinlich ein bisschen Holz hacken gehen. In der nächsten Folge machen wir die Krypta leer und dann schippern wir zurück mit dem Schiff, schmelzen Eisen ein und schauen, was es dann an schönen neuen Rezepten gibt, beziehungsweise was wir uns schon mal bauen können. Okay, ja, gute Nacht, ne? Danke fürs Zuschauen, danke fürs Däumchen nach oben, falls es gefallen hat, und wir sehen uns, macht's gut. Also nächstes Mal sehen wir uns bestimmt. Ihr habt jetzt wieder schwarzen Bildschirm. Bis dann, ciao.